Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. In den letzten Folgen haben wir einen Auftrag von Jesse bekommen und haben den jetzt im letzten Tag auch ausgeführt und sind glücklich, dass wir da auch diesen komischen, wie hieß der nochmal, Spucke oder so, Loche, Lochi, die Lochis. Wir haben die Lochis fertig gemacht und jetzt geht es erstmal dran zu flüchten. Viel Spaß. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen. Operation Sprengstoff, glaube ein voller Erfolg. Jetzt kann deine nächste Mission nicht schief gehen. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich gibt es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe halten! Wie? Cloud meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Wie bitte? Das soll Cloud gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Ja. Na, dann muss ich wohl die Ärmel hochkrempeln und Teig kneten. Ich freue mich schon drauf. Na, und ich erst. Puh. Und jetzt springen wir einfach runter? Oder haben wir ein 500-Kilometer-Seil? Ich glaube, es war hier. Ja, wir springen runter. Fallschirme? Fallschirme. Habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt, aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Wird sicher lustig. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen. Bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Na? Gut, dann mal los! Spring schon! Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Oh, fast hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Ich will sie meinen Kuss aufdrücken. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Zwinker mich an, los. Ach, schade. Schon? Nein, noch nicht. Warte, Cloud! Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Oh, darf ich steuern? Komm schon. Ich hab mich da oben ganz schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja, zusammen sind wir echt unschlagbar. Mann, ich will mehr von der Welt sehen. Lass mich irgendwo frei rumlaufen. Sieht alles immer so cool aus, weißt du? Und dann bin ich immer gefangen in diesen kleinen Mini-Leveln. Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Ach, ist schon gut. Mir nach! Ach, wieder zu Hause. Sie schon zurück sind? Was dagegen, wenn wir bei Ihnen vorbeischauen? Die wohnen gleich auf dem Weg. Okay.
Und bald müssen wir diesen Ort leider für immer verlassen. Halt, du! Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Haben wir schon was Neues? Nö. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Schade. Also, was haben wir denn jetzt alles gemacht? Kampfberichte. Wir haben jetzt Feuer doch auch, oder nicht? Bei Gegnern, welche schwach gegenüber Feuer sprechen. Achso, anwenden, nicht analysieren. Oh. Ja, gut. Ich konnte nicht pausieren, um das reinzudrücken. Ach, wer ahnt denn sowas? Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Seht doch selbst. Ich muss am besten jedes Element einfach einmal reintun. Was mache ich da? So. So, Eis. Ausweichung, Rundumschlag. Ja, das brauche ich nicht. So. Blut. Und Gewitter. So. Bin vorbereitet. Neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Jetzt ist mein Schwert aber nur noch grün. Aber ich muss die Analyse reintun. Scheiße. Ah, zu spät. Und Bix. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Diese sind nicht da und dann muss ich sie suchen. Scheiß auf TP-Boost, wir packen Analyse rein. Die brauche ich leider. Was ist, wenn noch so eine Explosion kommt? In diesem Wohnheim lebt Jesse. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jessie eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem, komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Okay. Männer haben da drin nichts zu suchen, sagte ich. Ja, ich wollte nur klopfen und fragen, ob sie da ist. Darf man doch! Kommt, meine Kleinen. Kommt, kommt schon her. Wir haben Besuch. Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst. Na dann. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde. Schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz lieber. Von hier aus seid ihr. Ist auch nicht mehr ganz dicht. Brav ihr seid. Hey, Mounty, wer kauft sich denn, wer holt sich denn schon drei gleiche Katzen? Ist doch langweilig. Kannst ruhig eine streicheln, Kumpel. Welche findest du denn am niedlichsten? Kannst du die unterscheiden? Klar, ist doch meine Familie. Das sind Sir Mountzelot, Madame Bunnybun und Pashadora. Höchst erfreut. Na gut. Ja. Sind die anderen vielleicht in der Basis? Man weiß es nicht. Wir gucken mal nach. Oder auch nicht. Hallo? Da bist du ja, Cloud. Hab grad an dich gedacht. Oh oh. Na dann. Hier, bitte. Gute Arbeit, Herr Alleskönner. Ah. Und weil du so toll warst, noch was extra. Ich denke, das reicht. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich, aber nur, wenn du kommst.
Hui. Wir wollen ja so viel vom Spiel mitnehmen, wie es geht, ne? Also auf Moral setzen wir hier nicht. Wir setzen hier auf Spielerlebnis. Okay, okay. Ich denk drüber nach. Juhu! Ich habe auch noch eine besondere Pizza im Kühlschrank. Jessie Spezial. Mit Malken, Lucken, schwarzen Müllen und roten Schillen. Na? Oh, die Belege sagen mir nichts. Oh, bist du süß, Cloud. Schon gut. Überlass alles einfach mir. Träum süß. Von Sauerkraut. Was? Das lasse ich lieber bleiben. Gute Idee. Oh, von Sauerkraut, alles klar. Oh. Wie, hier waren wir noch nicht. Natürlich waren wir hier. Oder ist das alles neu sequenziert? Ja. Dann gehen wir erstmal ins Bettchen. Oh, mal bei Tifa vorbeischauen. Es ist schon spät. Als ob das sie stören würde. So, ich will was Exotisches und ich will morgen zu Jessie. Wann kommt das? Bis zum nächsten Tag schlafen, ausruhen. Wir ruhen uns erstmal aus. Ich weiß nicht, was das bringt. Ist das einfach nur TP-Erholung? Ah, ist die P-Erholung, glaube ich. Ja. Ja, gut. Huch. Achso. Meine Quest ist immer noch hier im Bett. Ja? Warst ziemlich lange weg? Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Hm? Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Oh. Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Du auch, Tifa. Menü? Also. Die Geister sind wieder da. Schlaf. Vergiss all deine Sorgen. Los. Schnell! Komm mit! Heilige Scheiße. Wir wollten gerade aufbrechen, als die plötzlich auftauchten. Und jetzt?
Barrett und Jesse kämpfen, aber lange geht das nicht gut. Nichts wie hin. Ja. Bereit? Immer. Schnell, zur Bar. Und direkt kämpfen. Los. Alter, gegen wie viele kämpfe ich hier eigentlich gerade? Ja, zum Glück haben wir den Schwertsturm. Nein, ich wollte rausweichen. Oh. Bringt das überhaupt was? Anscheinend nicht irgendwie. Na gut, machen wir doch mal. Obwohl, wie wär's mit Analyse? Gucken, was das ist. Bin mal so frei. Unbekannt. Verwende Magieattacken, um seine Schockleiste schnell zu füllen. Physische Angriffe füllen sie nur langsam. Ja, die sind jetzt sowieso fast tot. Wir sind gegen fast alles immun. Zwecklos. Naja, Schwertsturm, komm. Was das? Der ist ziemlich effektiv gegen so viele Gegner auf einmal. Ich will sie ja töten und nicht die Schockleiste füllen. Obwohl, ich könnte mal. Machen wir mal Blitz. Stromschlag. Ja. Es tauchen immer mehr auf. Sehr effektiv. Dann sollten wir gegen den einfach auch nochmal einen Blitz einsetzen. Gewitter. Zack. Das nimmt kein Ende. Das war's. Und dann nochmal Blitz. Ich muss sagen, das funktioniert ganz gut. Jetzt fehlst nur noch du. Stimmt, Tiefe habe ich auch noch. Aber machen wir Feuer. Und dann mache ich Blitz. Ha! Zusammen ist das doch viel besser. Was sind das für Kreaturen? Sie werden durch Berührung sichtbar. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Nicht mein Soldat weiß was über sie. Ich weiß, dass man sie töten kann. Oh nein! Nicht schon wieder. Gibt's noch einen Weg? Ja, hier lang. Hier also auch. Ich habe das Gefühl, die versuchen uns aufzuhalten. Cloud, hier lang. Ja, wo kommen die denn her? Das muss ein Albtraum sein. Die überschwemmen die Slums ja regelrecht. Geh mir nicht unter. Ich bleib dicht hinter dir. Sagt mir jetzt wirklich nichts, diese Dinger. Das ist für mich auch neu. Ich kann mir nur vorstellen, dass die irgendwas mit Sephiroth zu tun haben. Es war doch gerade seine Stimme. Ansonsten eine Alternative wäre, dass das der Planet Erde ist, der sich versucht zu wehren. Aber keine Ahnung. Muss auf jeden Fall irgendwas mit Cloud zu tun haben. Na gut, machen wir ein Blitzchen. Ja, ich muss sagen, läuft ganz gut. Huch, was war das denn? Wieso? Was ist hier los? Der Lilane da. Den muss ich anvisieren. Nihilistisches Wesen. Die haben was mit Eris zu tun. Stromschlag. Und es bringt nichts. Ja, natürlich, die haben wir ja beim ersten Mal auch durch Eris gesehen, ne? Okay. Versuchen wir zuerst, uns um die hier zu kümmern. Irgendwas passiert, wenn wir seine Kollegen treffen. Es ist schockanfällig.
Wenn wir eins von ihren Kollegen töten. Ja, ist gut. Was passiert hier? Ich komme hier nicht weg. Hä? Oh, ich habe keine MP mehr. Shit. Dann machen wir Feuer. Auf den. Dann machen wir Feuer. Auf den. Au. Der ist wieder schockanfällig. Schnell hinter. Alter. Sobald wir es geschafft haben, müsste mein Limit auch verfügbar sein. Füllt sich mein MP auf? Nö. Dafür brauche ich wahrscheinlich ein Elixier. Oder ein Aether. Na gut, hilft ja alles nichts. Jetzt. Okay. Blitz. Und dann, solange er schockanfällig ist, angreifen. Lass mich los, Mann! Ich muss zu dem liedernden Viech. Jetzt ist es zu spät. Oh, dass die einen dann immer festhalten. So eine Schweine. Machen wir Eis, da treffen wir vielleicht mehrere auf einmal. Okay, Eis bringt nicht wirklich viel. Ah, Mist. Okay. Machen wir Blitz. So, er leidet wieder. Wieso halten die mich jedes Mal fest? Okay, der ist echt lange schockanfällig. Perfekt. Okay. Dann tiefer, du bist dran. Feuer auf den da. So, ab zum Lilanen. Okay. Perfekt. Limit. Kreuzschlag. Gegen den. Irgendwelche letzten Worte? Nice. Easy fight. Geht's noch, Jesse? Was ja? Oh nein! Jesse! Oh nein, sie ist die Treppe runtergefallen! Okay, das ist vielleicht noch ein bisschen schlimmer. Überhaupt für komische Viecher? Naja, in diesem Giftsumpf, da wundert mich mittlerweile eigentlich gar nichts mehr. Tja, schönen Dank auch, Shinra. Alles okay? Das würde ich ja gerne behaupten, aber... oh. Sonst bin ich nicht so ein Tollpatsch. Es tut mir wirklich leid. Ach was. Bist du etwa verletzt, Jesse? Bist du in Ordnung? Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin topfit. Naja, trotzdem solltest du dich ausruhen. Quatsch! Du setzt dich hin und ruhst dich aus. Wie? Und was ist mit der Mission? Bix ist doch längst im Reaktor. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, Barrett. Ich mach deinen Teil einfach mit. Das wird ja immer besser. Mach dir keine Sorgen, Jesse. Ich springe für dich ein. Oh Gott. Cloud, bist du einsatzbereit? Das kostet aber extra. Am Geld soll's nicht scheitern. So, Cloud ist dabei. Dann weiter nach Plan.
Pass mir ja gut auf meine Leute auf. Hm. Wedge, du bleibst hier bei Jesse und Marlene. Wie? Aber ich kann doch mitkommen. Du musst sie beschützen, Wedge. In Ordnung? Alle wissen, was zu tun ist? Unser Ziel ist Reaktor 5. Wir treffen uns am Bahnhof, sobald alle soweit sind. Hier hast du dein Geld. Das sollte aber mehr als genug sein. Man sieht nie, wie viel er mir gibt. Ich meine, außer die Zahl. Ich zähle auf dich. Ja. Es gibt doch ein Geheimnis um Aeris, das ich natürlich jetzt nicht aufdenken kann, aber später im Laufe des Spiels werde ich da, falls es bis dahin nicht aufgelöst ist, sobald wir wissen, was mit Aeris auf sich hat, werde ich meine Theorie dazu geben. Bis dahin würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal eine kleine Pause. Also, dann, bis morgen. Haut rein, ciao.